Moinsen Pamarillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Play und wir fahren gleich erstmal zu Catwoman und probieren die mal irgendwie ein bisschen weiter da rauszuholen. Aber erst will ich mir die Riddler-Trophäe hier schnappen. Was mache ich denn mit dieser? Du musst dich in der Nähe einer Straße befinden. Achso, aha, da ist hier so ein... Das ist schon besser. Gotham ist ruhig geworden nach Jokers Tod. Was mache ich denn damit? Falscher Knopf. Ich wollte den Batarang da werfen. Hä? Verteilerkasten, der mit der Winde des Batmobils aktiviert werden kann. Wie komme ich denn hier mit dem Batmobil hin? Also, da muss ich ja erstmal hier hochkommen. Oder von da oben runter? Winde des Batmobils. Wie soll ich hier hochkommen mit dem Batmobil? Komme ich hier irgendwie hoch damit? Irgendwie eine Straße mit einer Schanze? Der Riddler hat Catwoman. Gut, diese kleine Diebin hat mir in Arkham City das halbe Gesicht zerkratzt. Der Winde des Batmobils. Geschnappt. Das wird er sicher noch bereuen. Also da hinten ist ein Parkhaus. Ohne Parkplätze irgendwie, aber... Das bringt mir ja auch nichts. Ich muss hier hochkommen. Der Winde des Batmobils. Komm ich da... Immer dran denken. Wenn ihr Batman seht, schreien und angreifen. Das zieht immer. Also hier ist auch so eine, so wie eine Schanze, aber da drüben ist keine, ne? Doch, da ist eine. Ah, okay, geil. Dann weiß ich ungefähr, wie es geht. Die Fledermaus! Er ist hier! Los hier! So, dann fahre ich mal hier hoch. Aua. Sobald wir einmal ins Rutschen kommen, dann kannst du nicht mehr anhalten. Wo hast du das hier? So, Moment, bisschen zurück. Oh, ist nicht dein Ernst? Nochmal zurück. Mann, Scarecrow ist eine echte Spaßbremse. Er sollte mal was Lustigeres machen. Ah, ich bin so schlau. Yay! So, Betsy, schnapp dir das Teil. Und zack. Da ist das Ding. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch zu tun? Da hinten, was gibt's denn hier? Wo sieht's? Riddlers Versteck. Ja, da wollten wir doch sowieso hin, ne? Ansonsten haben wir da noch eine Hauptmission. Na gut. Dann Wegmarke setzen. Das ist unsere Stadt. Dann fliegen wir doch mal zum Fuß. So. Wo muss ich hin? Da hinten hin. 700 Meter. Fast einen Kilometer müssen wir fliegen. Och. Weiß man, wer das war? Fly away. Falsche Richtung, Dude. Ist er wieder in Gotham? Wer weiß, wenn die Cops weg sind, tanzen die Psychos. Wenn die Cops weg... Oh, guck mal da hinten, was da an Polizei, Aufgebot ist. Oh, das ist Werbung. Aber es sieht mir eher nach Polizei aus. Und hier dieser Turm, der sieht auch sehr verdächtig nach, weiß ich nicht was aus. Miagani, was ist das? Das ist doch wieder, da ist doch irgendein Superschurke oder sowas, ist doch da wieder drin. The Arkham Knight. Oh ja, genau das, was Gotham braucht. Noch ein Typ mit einer Maske. Aber die ganzen Bösewichte und Helden, die haben immer coole Kostüme. Also bei Batman zumindest.
Ist ja eine coole Sache. So. Boah. Jungs, Batman dreht durch. Er fährt in einem Panzer rum und knallt Leute. Alles klar. Dann rein mit dir. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder irgendwas hier suchen. Es braucht nicht viel. Was? Was stand da jetzt? Keine Ahnung. Wie geht es dir? Unterhaltungswert hat es schon. Eddie hat mir seine 13 Erfindungen erklärt, mit deren Hilfe er diese Halskrause mit selbstentwickeltem Plastiksprengstoff füllen konnte. Du musst dich geehrt fühlen. Wofür? Deine Motivationshilfe zu sein? Mach schon, der nächste Rätselraum wartet. Ja, ich komme ja schon. Dann lass doch mal voranschreiten. Seid gegrüßt, kostümierte Kandidatin. Die nächste Herausforderung ist einfach. Leitet eine elektrische Ladung zu ihrem Ziel. Ich hoffe, der hohe Druck macht euch nicht zu schaffen. Noch eins? Was hat Eddie für ein Problem? Fanatischer Narzissmus, Egozentrik und Größenwahn, gepaart mit schweren Zwangsneurosen. Danke. Nicht der Rede wert. Okay, das hilft mir jetzt hier nicht weiter, also. Moment, ich muss mal hier schauen gerade. Also dann lade ich das da ein. Ich habe zwei Leute. Der Strom kommt woher? Der muss dadurch. Okay, der muss. Mit welchem fange ich denn an? Muss mal schauen. Dann muss das da unten durch. Also das muss doch ganz oben. Wie kriege ich das denn ganz nach oben? So, Catsy, zeig mal, was du kannst. Die Gegengewichte bewegen sich weiter, wenn ich die Plattformen betrete. Du wirst alt. Vielleicht solltest du dir ein paar zusätzliche Taschen an deinen Gürtel nähen. Ach so, Moment. Rück mal ein Stück. So, und jetzt? Also der Strom muss dahin. So, jetzt mache ich erstmal das da hoch. Kommt der Strom von da? Geht es da hoch und da müssen wir... Also Moment mal, hier geht jetzt der Strom hoch. Und dann hier hin, oder was? Was ist das denn? Das ist gar nicht so einfach, weil das... Also hier kommt ja dann Strom. Jetzt geht er ja gar nicht mehr weiter. Ach so, Moment, also. Von wo kommt denn der Strom? Druckschalter, der jetzt in der Maschine Rätsel zu steuern. Okay. Wenn ich mich hier drauf stelle, kommt Strom, oder was? Nee. Das ist wahrscheinlich das für den da. Okay. Also als erstes muss ich... Das sind beide da hoch. So. Wenn ich jetzt aber hier runter gehe... Dann geht das ja gar nicht. Also müssen wir hier anfangen. Dann geht der Strom jetzt von da, da rein. Hey, nicht schubsen. Da rein.
Und dann hier rüber, oder was? Und dann muss Batman auch dahin? Und dann muss Batman darüber. Und dann müssen beide darüber. Oder was? Hä? Ach so. Jetzt habe ich das. Ich muss das erst aktivieren. Ich dachte, okay. Also dann geh mal weg, Catwoman. So, jetzt werfe ich das mal da drauf. So. Muss das da durch? Och Mann. Jetzt war ich zu langsam. Ich dachte, okay. Das ist ja ganz einfach hier, das. So, wenn das durch ist, dann muss Catwoman aber auf den nächsten gleich. Das geht oben durch. So, jetzt muss ich warten. Das ist ja einfach. Hätte ich das mal vorher gewusst. Und wenn das durch ist, gehe ich mit Batman nach links. Das ist ja durch. So, einmal hier. Und wenn das durch ist, mit Batman hinterher. So, das ist ja einfach, das Rätsel hier. Jetzt geht das in den Stromdings da oben rein. Ah. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dem dement gekleideten Duo. Der Schlüssel wartet. Oh, aber was ist das? Ein elektrifizierter Boden? Ein elektrifizierter Boden? 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 Du bist dran. Du bist mir noch was für Arkham City schuldig. Meine Güte, du hast es schon rausgefunden. Sieh dir die zweite Generation. Oh Mann. Ich habe spezielle Varianten für jede einzelne. Aua. Was mache ich denn mit dem da? Ach, Batman kann nur die Blauen killen. Ah, okay. Halt er durch. Ah. War's das schon? Wie lustig ist das denn? Davon habe ich noch mehr im Angebot. Okay, erst den Blauen. Und hüpf und zack. Au. Überlass die Blauen mir. Ja, ich weiß schon, Betsy. All die Gefahren des Kampfes kombiniert mit Rätselspaß. Du kannst es später. Ist schon lustig, gegen die Roboter zu kämpfen. Die fetzen so geil weg. Bam und zack. Boom und zack. Alter, in die Fresse gehauen. Man kann sie kaputt machen, wenn sie auf dem Boden liegen. Weißt du, Detektiv, ich bin froh, dass du das Rätsel gelöst hast. Das bringt dich nämlich einen Schritt näher zu dem Rätsel, das dich umbringt. Das ist ja nett. Ja, dürften ja nicht mehr viele Rätsel sein. 3 Schlüssel oder so brauchen wir noch. Komm, steck ihn rein. Ja, tief. Wunderbar. Naja. Oh, Eddie muss dich echt hassen, was? Ein egozentrischer Narzisst, der andere nicht gewinnen lassen kann. Mann, hättet ihr euch nur unter anderen Umständen getroffen. Seine Manie wird schlimmer. Er ist hinter meinen Verbündeten her. Verbündete? Vielleicht sollten wir etwas kürzer treten und für eine Weile nur Bekannte sein.
Hol doch mal nicht immer rum. Das war gar nichts, Detektiv, gar nichts. Eine neue Herausforderung erwartet dich bei der Divinity Church. Und ich warte aus. Ja, machen wir das Ding auf. Danke. Tschüss. Kam mir nicht letztes Mal ein Rätsel? Nein, Batman. Du liegst weiter neben. Kann ich das nicht irgendwie angucken? Riddlers Versteck. Keine Ahnung. Öffne die Tür! Boah, Joker. Ich häng hier so in der Hölle rum. Na, du weißt schon, du hast mich umgebracht und so. Und du errätst nie, wen ich gesehen habe. Ganz recht. Deine tote Freundin, Talia al Ghul. Keine Sorge. Ich hab sie gefragt und sie hat nichts dagegen, wenn sich die Katzenlady an dem alten Kratzbaum austobt. Sie sagt außerdem, aua, ist das die Kugel in der Brust oder mein gebrochenes Herz? Ja, man weiß es nicht, ne? Ich sehe gerade, ich muss meinen Rechner mal bald ein bisschen leer machen. Denn die Aufnahme verzögert sich. Position der Herausforderung des Riddlers. Aber da will ich eigentlich noch nicht so gern hin. Hier die beiden Riddler-Trophäen kann ich mir noch nicht besorgen. Dann gehen wir doch mal hier zur der Immobilie des Besitzers. Von diesem komischen fliegenden Gargoyle-Monster, was auch immer das war. Wahrscheinlich war das der Professor, der sich selbst im Keller umgebaut hat als mächtiges Gargoyle-Vieh. Und dann kommen irgendwelche Leute mit ihrer tollen Ausrüstung, nehmen das Ganze zu ernst und verderben uns den Spaß. Ich würde aber sagen, bevor ich das mache, werde ich die Folge mal beenden. Ich werde es doch bis dahin fliegen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Alter, was ist das denn da? Der sucht den Luftraum ab. Da unten ist ein bisschen schwer bewacht, oder? Naja, also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr das Spiel gewinnen möchtet, dann habt ihr die Chance dazu, indem ihr fleißig Kommentare schreibt. Und dann könnt ihr mit ein bisschen Glück in der Auslosung das Spiel gewinnen. Ansonsten dürft ihr auch gerne abonnieren und Daumen hoch drücken. Das hilft immer sehr weiter. Dann werden die Videos, dann wird die Reichweite der Videos etwas erhöht. Und dann kommen mehr Leute dazu. Und dann macht das Ganze auch ein bisschen mehr Spaß. Mir sind die Klicks und sowas sind mir alles relativ egal. Hauptsache, ihr schreibt ein bisschen Kommentare und diskutiert mit. Schreibt, was euch gefällt. Schreibt, was euch nicht so gefällt. Ich weiß es halt. Hab da was gehört. Und dann lande ich jetzt mal hier und sage danke fürs Zuschauen und stay pam. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.